Hey Leute und willkommen zu diesem kleinen News-Video. In diesem Video gibt es ein paar kleine News und ein paar Änderungen, die ich gerne hier auf diesem Kanal ankündigen möchte. Falls ihr aber nur bestimmte Punkte sehen möchtet, könnt ihr auch gerne unten in der Timeline einmal hin und her springen zu den Punkten, die euch wirklich interessieren. Ich will das Ganze auch einmal einrichten. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Zuerst einmal möchte ich Danke sagen für alle, die mich bisher unterstützt haben. Sei es einem Like, einem Abo, einem Kommentar oder sonstigen Unterstützung. Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Denn wir haben ja auch neulich, wer es gesehen hat, die 400 Abos geknackt. Das ist schon echt eine hohe Zahl für mich und freue mich, dass euch meine Videos immer noch so gefallen. Und meine Videos kommen immer noch besser, immer besser bei euch an. Und das freut mich auch wirklich sehr. Vielen Dank auf alle Fälle hier an alle, die mich unterstützen. Weil ich natürlich auch sehe, dass mein Kanal stetig wächst. Das heißt, wenn ich auf meine Kanalstatistiken gucke, sehe ich immer mal wieder, dass wieder neue Videos kommen, die alt sind, aber immer noch im Top sind. Alte Videos für mich sind immer noch so hoch. Die sind immer die Top-Videos seit Monaten oder seit Jahren. Sind das die besten Videos? Das freut mich wirklich, dass euch diese Videos so hart gefallen. Aber auch meine neuen Videos, meine Projekte, die ich gemacht habe, gefallen euch immer mehr. Seht das auch an den Kommentaren und den Aufrufezahlen. Vielen Dank auf alle Fälle hier an wirklich an alle. Als nächstes möchte ich einmal ganz kurz auf meine Projekte eingehen. Und zwar habe ich ja gerade ein aktuelles Projekt am Laufen. Und zwar ist es einmal hier das Minigame-Projekt. Das Projekt werde ich so weiterführen, immer mal wieder ein paar Minigames bauen. Ich werde bald auch mal noch die Random Broken Item Challenge bauen, wo ich aber beim Event von Banks dabei war. Und das werde ich einfach immer selber nachprogrammieren. Dazu kommt aber bald auch mal ein Video dazu. Aber auch andere Projekte sollen weitergehen, wie zum Beispiel Tutorials oder zum Beispiel auch die Mob Hunt Challenge oder Mob Force Battle, wie man es auch kennt, wo man dann Monster jagen muss. Das soll in die zweite Runde gehen und auch in die dritte und vierte Runde, dass man mit Teams spielt. Dazu werde ich mich bald dran das Programmieren, dass es auch wieder gebaut wird. Genau, es wird auch bald vielleicht nochmal ein neues Projekt geben, oder ein altes neues Projekt. Dazu kommt aber erstmal noch nichts, weil ich das noch planen muss, dazu erstmal die ersten Sachen vorbereiten muss. Das ist ein bisschen mehr Aufwand wie so andere Projekte. Genau, das ist mal dazu. Ich arbeite auch gerade noch ein bisschen an einem Tutorial-Format, wo ich dann, keine Ahnung, so 15 Videos produziere und die kommen dann auch bald einmal raus, wenn ich die fertig habe. Genau, aber dazu kommt dann auch irgendwann mal noch ein extra Video dazu, wo ich dann erkläre, was das Ganze auch wirklich ist. Im nächsten Schritt möchte ich noch ein paar Kanaländerungen angeben. Zum einen mal gibt es natürlich wie bei jedem verschiedene Änderungen im Leben, im Lebensstil und so weiter. Bei mir zum Beispiel habe ich diesen Sommer einmal hier der Golem leckt ein bisschen im Hintergrund. Lol, das ist auch echt komisch. Egal, bei mir gab es im Sommer auch die Phase, wo ich immer Abitur geschrieben habe. Ja, ich habe das Abi geschrieben, genau. Habe ich auch wirklich gut bestanden, das bin ich sehr zufrieden mit mir eigentlich. Natürlich geht es immer besser, aber so wie ich es habe, ist es wirklich in Ordnung. Genau, und jetzt kann ich eigentlich einfach aufhören, nichts mehr machen und einfach nur YouTube machen. Denn dazu bin ich erst einmal noch ein bisschen zu schlecht dafür, weil ich einfach nur zu wenig Abos habe, davon kann ich nichts leisten. Und dann muss ich dann auch gucken, dass ich ja wirklich was nebenbei was Ordentliches mache. Deswegen habe ich jetzt ein duales Studium angefangen für Informatik. Natürlich ist das ein bisschen anders wie normale Schule. Da muss man wirklich reinklotzen an der Theoriephase. Heißt für mich auch, es wird eher schwer sein für mich Videos zu machen, wenn ich 7 oder 8 Stunden arbeiten muss täglich oder dann wirklich auch 4 Klausuren lernen muss und den Stoff wiederholen muss. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eher nur noch ein Video pro Monat rausbringen, aber das dann wirklich ein gutes Video wird, wo ich auch wirklich den Aufwand reinstecke, wo das dann auch wirklich ordentlich ist und nicht so auf schnell schnell gemacht. Weil manche Videos waren echt manchmal einfach so, oh, ich muss noch ein Video machen, ich mache mal schnell noch eins. Und das ist einfach doof. Vielleicht ist auch mal dann im Monat kein Video, wenn ich einfach keine Zeit dazu habe. Dann müsst ihr einfach verstehen, warum ich dann auch einfach kein Video machen kann. Aber das wollte ich immer noch ansprechen, dass einfach alle wissen, okay, ich kann vielleicht mal kein Video bringen oder keine Videos. Aber ich werde natürlich versuchen, auch mal vorzuproduzieren und dann mal gucken, dass auch ein Video kommen kann. Mal gucken, wie das Ganze regeln wird. Der nächste Punkt ist etwas, das die Leute freuen wird, die kein Discord haben oder keinen Discord haben dürfen. Denn ich kenne es aus vielen Videos oder aus Livestreams und Kommentaren, dass einfach hieß, ja, ich kann keinem Discord beitreten, es funktioniert einfach nicht. Da habe ich eine Möglichkeit gefunden, dass ich auch die Leute, die keinen Discord haben, auch auf meinen Kanalinfos zugreifen können. Und zwar habe ich einen WhatsApp-Channel eingerichtet. Ich werde euch den Link in die Videobeschreibung packen. Dort werde ich verschiedene Posts machen, wie zum Beispiel Kanalankündigungen, neue Videos, Umfragen, aber auch mal nach Meinungen fragen oder verschiedene Sachen werde ich dort anfragen und euch ein bisschen zeigen. Also falls ihr ein bisschen was sehen möchtet, könnt ihr da einmal gern joinen. Wie gesagt, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Tretet dort gerne auf alle Fälle bei. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir da noch ein bisschen was aufbauen können, da noch ein bisschen paar mehr Mitglieder bekommen könnten. Vielen Dank vor allem für da an alle, die da wirklich beitreten. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf meinen Kanal-Tutorial zum Sprechen kommen. Diesen habe ich einmal vor am 13.09.2021 erstellt und hochgeladen. Und wenn man dies einmal anschaut, merkt man, naja, der ist schon ziemlich alt, die Qualität ist sehr schlecht, der Schnitt ist wirklich, naja,
kann man nicht anders sagen, einfach schlecht gemacht von mir. Und den möchte ich auch ganz gerne einmal nachbauen. Zeige ich einmal ganz kurz den Kanal-Trailer und dann reden wir darüber noch einmal. Du spielst in der Minecraft Bedrock Edition und interessierst dich für Command-Blöcke, Redstone-Techniken und Minigames, dann bist du auf diesem Kanal genau richtig. Auf diesem Kanal siehst du, wie ich mit Command-Blöcken und Redstone verschiedene Arten von Maps baue und Minigames spiele. Mit dabei wird auch Ems33 sein. Ich werde circa ein bis zwei Videos pro Monat hochladen. Wenn du dich genauso wie ich für Minecraft Bedrock interessierst, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ja, wie ihr gerade gesehen habt, er ist wirklich, also Katastrophe, dieser Kanal-Trailer. Er gefällt mir wirklich schon lange nicht mehr. Ich möchte ihn hier eigentlich gerne umbauen, daran werde ich mich auch mal bald setzen. Man sieht zum Beispiel hier auch wirklich diese, naja, was ist das, Kamerafahrten von der Redstone-Technik in meiner Testwelt. Das ist einfach nicht gut gemacht worden. Und das möchte ich einmal ganz gerne einfach besser machen und schöner machen, einfach mal ein schöneres Rundumbild von meinem Kanal geben. Das ist einfach, naja, also ich weiß nicht, aber das kann man auf alle Fälle viel besser machen. Aber für den Stand, wo ich damals gemacht habe, ist es wirklich ein sehr, sehr guter Kanal-Trailer. Also Zeit, den endlich zu bearbeiten. Heißt, ich werde da auch bald mal irgendwann mal einen neuen Trailer rausbringen und dann werdet ihr auch sehen, wie der neue aussieht. Nur damit ihr es einmal genau wisst, dass da bald was Neues kommt. Genau, das war es einmal so ein bisschen die große Ankündigung. Diese paar Sachen waren einfach wichtig zu erzählen, einmal zu sagen, hier, das gibt es gerade oder auch, was ist ein Neues in meinem Leben. Dass ihr einfach mal ein bisschen auch Bescheid wisst, was hier genau abgeht. Ja, lasst auch gerne mal ein Like und ein Abo in diesem Video da und mich wirklich unterstützt, dass wir auch bald, vielleicht sogar noch dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr, die 500 Abos schaffen würden. Ich wäre dann schon an die Hälfte von den 1000. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao, Leute!